Moin und hallo Leute, willkommen bei Sex, Games and Rock'n'Roll. Heute gibt's jetzt mal wieder eine klitzekleine Mac-Vorstellung, da sich ein kleiner neuer Spießgeselle hier aufs Schlachtfeld gewagt hat. Und ich habe nochmal nachgeguckt, ich habe natürlich jetzt mal eben auf der Homepage entsprechend die Skins freigeschaltet. Ich habe vergessen, einfach hier den Faction-Content nochmal auszuwählen. Nun ist es aber glücklicher Art und Weise möglich und man kann eben auch schöne Art und Weise den Prime umfärben. Was mir dann doch sehr, sehr gut gefällt. Nun aber zur eigentlichen Mac-Vorstellung. Der Arctic Cheetah wurde ursprünglich von Clan Icehalion geschaffen, um den Mistlings zu ersetzen. Kurz nachdem sie die Produktion im Jahr 3037 begann, eroberte allerdings der Clan Smoke Jaguar die Fabrik auf Foster, welche das Design herstellte, was die Jaguars dazu dann auch befähigte, ihr Mistlings zu ersetzen. Der Mac wurde von den Streitkräften des Draconis-Kombinats Hankyo getauft, was japanisch ist und so viel wie Shortbow, aka Kurzbogen bedeutet, als ihm das erste Mal in der Schlacht von Lucien begegnen. Der Arctic Cheetah nutzt alle möglichen gewichtseinsparenden Materialien, welche die Clans bis 3030, also bis 3030 zur Verfügung hatten. Und das ist in diesem Fall dann eine Struktur aus Endosteel, eine XL-Engine und 4 Tonnen Ferrofibrous Armor. Und das Grundchassis beherbergt genug Jumpjets, um das Teil aus dem Stand 180 Meter weit zu katapultieren. Jede Variante des Arctic Cheetah trägt in einem modularen Flamer irgendwo im Mech als Anti-Infanterie-Waffe dabei. Die üblichen Contacts vom Clan Smoke-Jager und vom Clan Nova-Cat benutzen zwei LM5-Werfer und zwei IR-Medium-Laser, wo der hier sehr gut auf mittlere Reichweite arbeiten kann. Deshalb auch so ein bisschen hier die Shortbow-Bezeichnung, weil der halt von der Reichweite her dann da so entsprechend gut arbeitet. Und der kann durch diese Feuerkraft tatsächlich auch in den meisten Configs recht gut mit den meisten anderen Nightmares aufnehmen. Die primäre Konfiguration ist zudem ein hervorragender Scout, der auch noch eine Active Probe, ein ECM sowie ein Checklaser dabei. Und das ist wohl mal eine feine Kiste. Ein relativ schneller Clan Lightmech, wir kicken hier nochmal eben, derzeit ohne Speed Tweak 129,6 km/h, kann er also noch ein bisschen was an Geschwindigkeit aufbauen. Und wir checken einmal eben kurz die Varianten aus, die wir hier haben. Ich mache hier nur den groben Überblick einmal ganz fix, aber wir bleiben natürlich erstmal beim Prime. Prime! Ich liebe es. So, Expanded gehen wir einmal hier eben auf den Überblick. Da hat er das ECM und den Tag verbaut. Kann man natürlich rausnehmen. Und der Flamer ist auch tatsächlich entfernbar. Nicht so wie bei dem einen oder anderen kleinen Clan-Mech, der im Kopf immer einen Flammenwerfer hat, was ihm wohl natürlich Style hat, aber auf der anderen Seite auch einfach nur arg nervt. Und sehen wir hier die Summe anteilen, dann stellen wir fest, dass er insgesamt 4 Energy und 2 Missile-Slots in der Prime-Config hat. Was ich persönlich schon recht cool finde, recht schlagkräftig tatsächlich. Weil hier kann man einen 4... Medium, ein 4-Clan-Medium-Laser Lightmech zusammenbasteln. Machen wir mal einfach eben. Tank-Laser nehmen wir natürlich raus. Die Active Probe, den Flamer und die Munition. Kicken wir auch erstmal. Das ECM behalten wir natürlich. Hauen die Medium-Laser rein. Laufen hier dann derzeit bei einer Hitzeeffizienz von 1,1. Haben allerdings auch noch 4,5 Tonnen über. 1,5 Tonnen, sag ich mal, stecken wir noch in Panzerung. Also würden wir hier grundlegend mit vielleicht 2 zusätzlichen Heatsinks arbeiten, womit wir bei 1,7 wären. Bei der Hitzeeffizienz 1,17. Und können das Ganze noch hochschrauben, wenn wir die Panzerung ein bisschen weiter runterlassen und einfach ein weiteres Double Heatsink einbauen. Dann haben wir 1,21 Hitzeeffizienz. Und die Clan Extended Range Medium Laser sind ja fast das Gegenstück zu den Inner Sphere Large Lasern. Und jetzt zieht euch das mal rein. Ein Mech mit Jump Jets, mit ECM und einer Feuerkraft im Alpha Strike, wenn er alles auf den gleichen Punkt trifft, von 28. Mit einer Reichweite von optimal um die 400 und ja, maximal so an die 800. Also schon dezent geil. Das könnte so das Gegenstück zum Raven tatsächlich werden. So ein kleiner, fieser Nervsack. Man kann natürlich auch auf Small Laser gehen. Die Small Laser sind auch definitiv nicht zu verachten. Oder gar Small Pulse Laser. Aber wenn, dann würde ich vielleicht Small Laser und im gemischten Bild mit Shortrange Missiles vorziehen. Dann checken wir einmal die A-Variante aus, die A-Konfiguration. Hier sieht man direkt, dass es schon mal ein kleines bisschen raketenlassiger wird und er hat hier nicht mehr das ECM-Modul. Also müsste man immer überlegen, ob man vielleicht den Prime Seitentorso mit einbaut, je nachdem, ob man die Feuerkraft möchte
oder vielleicht noch ein bisschen Camouflage mit dabei. Hier ist es halbwegs gut aufgeteilt, der hat einfach zwei Missile Slots und zwei Energy Slots. Hier interessant aufgeteilt mit zwei Streak SM6ern. Mit insgesamt, ich sag mal, nur 2 Tonnen Munition, wobei das in einem Lightmag 2 Streak SRM6er halt schon ziemlich fett ist. Das ist quasi ein Streak SRM12er, entspricht 6 Streak SRM2ern, was wir bei der NS4 prinzipiell sonst so beim Katapult sehen oder sowas. Wo man hier dann auch noch ein bisschen arbeiten kann, die Energiewaffen vielleicht sogar rausnehmen und entsprechend noch mehr Streak Shotgun Schmetzel Ammo reinpacken, wodurch das Teil ein ziemlich fieser Lightmag-Jäger werden könnte. Wenn der Gegner denn kein ECM hat. Man könnte auch eine Beagle Active Probe mit dazu nehmen, da verliert man aber direkt wieder ein bisschen Gewicht für Munition. Das muss man halt immer mal ein bisschen ausprobieren, gucken, was da so am besten passen würde. Ist aber auf jeden Fall schon mal ein gefährliches Gerät. Dann der Arctic Cheetah. Bäh! Hier sehen wir direkt was Besonderes. Er hat auf jeden Fall schon mal einen Ballistic Slot am Start, wo eine 2er Pumpgun drin steckt mit dem Flamer, der obligatorisch natürlich bei jeder Variante mit dabei ist. Und im linken Arm steckt dann ein Medium Laser sowie ein Medium Pulse Laser. So könnte man das Teil tatsächlich schon mal ein bisschen pushen. Wir würden jetzt einfach mal den Medium Pulse Laser durch einen normalen Medium Laser ersetzen. Und den Flamer auch. Dann hätten wir direkt einfach mal 3 Medium Laser mit der Pumpgun dabei. Wobei ich hier tatsächlich vielleicht sogar auf die Pumpgun verzichten würde. Dann müsste man mal gucken, ob es für einen selber wirklich so viel bringt, mit einer einzelnen LB2X rumzurennen. Könnte spaßig werden, könnte auch tatsächlich gefährlich werden für den Gegner, wenn man erstmal auf Distanz mit den Medium-Lasern arbeitet. Dann würde ich allerdings tatsächlich mich auf 2 Medium-Laser beschränken und noch eine Tonne Munition zusätzlich mitnehmen für die Pumpgun. Dadurch kann man dann einfach etwas mehr Feuerpower raushauen. Man hat hier zwar 75 Schuss, aber wenn man auf Dauerfeuer arbeitet, sind die relativ schnell rausgehauen. Wobei eine einzelne LB2X, wenn man sich gut hält, auch damit ganz gut auskommen könnte. Muss man abhängen, ob man lieber die Tonne Munition mehr hätte oder die dritten Medium Laser. Wobei, ist schwierig. Ich meine, 75 Schuss. Also ich für meinen Teil würde damit, glaube ich, sogar hinkommen und den dritten Medium Laser einfach dazu nehmen. Die Hitzeeffizienz läge dann auch nicht so unterirdisch. 1,14 geht noch klar, man kann zur Not auch mit dem Medium Laser auf Chainfire gehen. Und wir wissen ja, das ist auch nur, wenn man alles auf einmal die ganze Sache raushaut. Nehmen wir die Pumpgun zum Beispiel weg und schießen nur die Medium Laser ab. Sieht man hier, die Hitzeeffizienz liegt bei 1,27. Also hat man auch schon ein kleines bisschen Spielraum. Dann checken wir zu guter Letzt natürlich die C-Variante aus. Ich habe bis zum Shadowcat-Paket rechtzeitig gebucht, dass ich beim Arctic Cheetah und beim Shadowcat die vierte Variante direkt mit dazu gekriegt habe. Nicht so übermäßig wichtig, meiner Meinung nach, aber schon ganz nett. Nice to have, sag ich mal. Und hier ist es einfach ein unfassbar energielastiges Laserboot. Hier kann man allerdings, was ich sehr geil finde, so ein bisschen das Gegenstück zum Firestarter, ich glaube 9S oder so machen. Der mit den ganzen Small Pulse Lasern, dem Wupsdada. Strippen wir einfach mal All Equipment, wir kommen zwar nicht ganz ran. Der Wupsdada hat 8 Small Pulse Laser. Wir kommen hier auf 7, aber es sind immerhin auch Clan Small Pulse Laser, was das Ganze natürlich dann nochmal ein bisschen anders aussehen lässt. Wir könnten auch überlegen, ob wir einfach auf 6 Small Pulse Laser gehen, weil wir sehen hier von der Tonnage hier, oh, ein IR Large Laser habe ich genommen, huch, haha, so, jetzt nochmal. So, von der Tonnage her könnte es dann tatsächlich schon ein bisschen eng werden, da könnte man vielleicht bevorzugt ein bisschen mehr an Double Heatsinks mitnehmen, auf den einen Small Pulse Laser verzichten, weil wir eher 6 Small Pulse Laser in Ruhe abfeuern können, ab 7 wird es von der Hitzestrafe her vielleicht ein klein wenig ungemütlich. Dann hätten wir jetzt hier 3 zusätzliche Double Heatsinks und könnten nochmal eine halbe Tonne Panzerung ein bisschen in dem Teil irgendwo verstauen. Was an sich auch nicht so verkehrt ist. Bei einer Hitzeeffizienz von 1,21, 2 Waffengruppen, die Arme, eine Waffengruppe, wo man 4 Small Pulse Laser abfeuern kann und die Seitentorsi auch nochmal eine Waffengruppe, wo man miteinander noch die anderen 2 abfeuert. Bei einer Firepower von insgesamt 36 mit Small Pulse Lasern. Das muss man sich mal reinziehen. Also das Teil ist auch mega gefährlich, sollte man definitiv nicht unterschätzen. Ich glaube, das wird mitunter einer der gefährlichsten Lightmags bei den Clans und einer der geilsten. Ich freue mich schon drauf, das Teil auf dem Schlachtfeld ein bisschen rocken zu lassen. So, das war die Mag-Vorstellung inklusive eines kleinen Walkthroughs, was man so mit den Grundkonfigs so ein bisschen anstellen könnte. Man kann natürlich immer schauen, wie gesagt, ob man den linken Seitentorso austauscht und somit das ECM-Modul dabei hat. Oder aber auch komplett die Omnipods mischen, damit man mehr Missile-Hardpoints hat oder ähnliches. Das bleibt dann natürlich frei. Ich gehe immer erstmal grundlegend nur auf die Grund-Configs, auf die kompletten Pakete der Omnipods ein. Und jetzt, Leute, besten Dank fürs Zugucken. Haut weg!